Jo, und weiter geht's in der way coolen Special World von Super Mario World mit dem guten Andy Gamer. Ja. Ja, der letzte Part, der war tatsächlich way cool und sozusagen. Und dann wollen wir mal sehen, was hier jetzt kommt. Jetzt konnte ich zumindest schon mal den Schalter nicht einschalten. Mal sehen, aber vielleicht war das gar nicht mal so schlecht. Keine Ahnung, gibt es ja die verschiedenen Wege. Uiuiui. Uiuiui. Aber ich glaube tatsächlich, ich muss die Schalter ab und zu anmachen, weil sonst wäre ich in mein Verderben gefahren. Ja, jetzt fährst du, glaube ich, sogar ins Verderben. Ja, mal gucken. Oder wohl, da ist noch ein Schalter. Ob ich ihn hätte drücken sollen, ich weiß es nicht, weil ich bin schon ziemlich tief hier. Ich hab's gerettet. Ich hab zwar nicht diese ganzen Yoshi-Coins, aber die sammle ich ja nicht. So, haben wir tatsächlich mal ein etwas einfacheres Level? Fragezeichen. Oh, hier gibt's diese Flügel. Oh, hätte ich das gewusst. Oh, das war dieses Level. Höher geht's ja nicht, ne? Aber gut. Im Prinzip ist dieses Level ja eigentlich sehr viele Stufen einfacher. Und ich glaube, diesen Schalter sollte ich echt nicht drücken. Puh, vor allen Dingen, wenn das Ding da kommt. Oh, ein Pilz. Das war der Pilz. Super, und jetzt habe ich mich in mein Verderben gestürzt. Ja, ich hätte vielleicht einen Spinjump machen können, hätte ich vielleicht noch überlebt, aber da kam ich ja nicht drauf. Na, so sehen way coole Level aus. Ja, könnte man so sagen. So, ich glaube, wenn ich hier drücke, komme ich ja zu dem Pilz, ne? Ja, wenn ich natürlich das Glück habe und nicht runterzufallen, genau. Ah, geht schon wieder genauso gut wie beim letzten Mal. Wobei dieses Level tatsächlich eigentlich wesentlich einfacher ist als das letzte. Nein, den Schalter drücke ich nicht. Den Schalter drücke ich. Jetzt irgendwie bei an den Freunden hier vorbeikommen. Aber gut, ich glaube, so komme ich ja weiter, ne? Ich glaube, so schaffe ich das, weil da ist ja nur der Freund, den hatten wir schon mal. Und den drücke ich nicht. Ach, da komme ich hier oben lang. Okay, vielleicht hätte ich ihn doch drücken sollen. Naja, gut. Fahren wir zurück, hat doch auch was, ne? Ach so. Ach so, ja, in anderen Teilen, glaube ich, kann man dann da weiterfahren, aber so, da stirbt ein Arm. Okay, na gut. Gut zu wissen, ne? Ja, ne? Ich dachte eigentlich, dann würde ich wieder auf die andere Schiene wieder landen, aber ja gut, ne? Dann halt eben nicht, ne? Und ich glaube, jetzt bin ich schon wieder tot. Naja, jetzt bin ich schon wieder tot. Dann halt lieber durch den Gegner, als statt durch das Umfallen. Statt durch das Umfallen. Oder beziehungsweise des Runterfallens, ja. Der Mario fällt immer um. Ich muss mir das merken hier, den ersten nicht drücken. Aber gut, dann drücke ich halt eben den. Na. Drecksfussis. Ich habe die noch nie gemocht. Ja, ich mag Fussis auch nicht so gern tatsächlich. Haben sie schon immer gehasst. Oh Gott. Fällt echt nichts mehr dazu ein. Wie auch immer mich der hätte wieder getroffen. Aber okay, so. Wie war das jetzt hier, den drücken oder nicht drücken? Den drücken und natürlich in mein Verderben wieder fallen. Warte mal, hatte ich noch Leben gehabt? Ja, ich hatte noch Leben, okay. Ich merke das schon gar nicht mehr. Ah. Fast geneigt zu sagen, ich hole mir wieder ein paar Power-Ups, aber... Ah, ich glaube, hier so ein Escape wäre schon nice. Ja, würde die ganze Sache eigentlich einfacher machen. Vor allen Dingen bei dieser Sache hier. Ich glaube, das mache ich dann doch eher, dass ich beim ersten Mal doch runterfahre und dann wieder hoch. War das schon hier? Ah, das war da natürlich.
Ich dachte, da käme noch einer. Ich dachte, das wäre der andere. Das ist so, das kann man, ich kann mir das gar nicht alles merken hier, was hier in diesem Level kommt. Das merken ja. Und das Reagieren da noch drauf. Das ist unglaublich hier. So, jetzt kam natürlich das Ding. Dann machen wir da wieder an. So, jetzt kommen die Freunde hier, wo ich mich natürlich wieder treffen lasse. Machen den an. Und dann machen wir auch gleich den nächsten an. Da bin ich zwar wieder klein, aber Hauptsache, wir kommen hier weiter wieder. So, meine Güte. Ja, wobei, da kommen jetzt nochmal wieder nervige Fuzzies. War schon wieder ziemlich knapp, aber okay. So, ist wieder der Spaß. Da waren ja nur die Flügel, deshalb brauche ich das hier gar nicht zu drücken. Ah ja, und ist wieder der Spaß. Oh Gott. Ich kann auch gar nicht so ein Cape oder so bis dahin schon behalten, als dass ich das bräuchte. Ja. Weil diese Fuzzies hier, die sind so, okay, ich bin da wenigstens durchgekommen, aber den Pilz, den kriege ich immer wieder. Den kriege ich trotzdem nicht. Warum muss man das auch so machen hier, dass man diesen Pilz gar nicht bekommen kann eigentlich unter normalen Voraussetzungen? Meine Güte. Boah. Muss vielleicht mal nochmal nach einem anderen Weg suchen anscheinend. Aber wenigstens komme ich jetzt hier wieder durch. Jetzt nur noch wieder diese nervige Aktion. Ich habe immer irgendwie die Angst, dass sich dann Mario gar nicht festhält. Und da ja. Ich ganz nach unten gemusst. Ich hatte immer die Angst an diesen Stangen, dass er sich, oder Seilen, dass er sich da nicht festhält. Ja, das ist, Mario ist da ganz komisch. Und deswegen bin ich da fast schon sehr vorsichtig da bei dieser Stelle. Warte mal, ich drücke jetzt mal den Schei. Ach nee, dann fahre ich auch noch. Hätte ich mal nicht drücken sollen. Ja, wir das können beim festhalten, nächsten Mal. Wir lieben auf jeden Fall alle die Special Welt. So, den nächsten drücke ich dann also auch nicht. Wohin führt mich das mal ganz nach oben? Ist der vielleicht der ganz oberste Weg vielleicht ein bisschen angenehmer? Na gut, was ist hier schon angenehm in dieser Special World? Eigentlich nichts, aber... Doch, die Musik. Ja gut. Okay, keine Ahnung, was das bringt. Aber ich habe das Gefühl, echt der obere Weg ist echt tausendmal angenehmer. Wobei ich jetzt keine Ahnung... Mhm. Oh! Oho! Was auch immer hier ist, aber... Ach, Yoshi! Ach, guck an! Hätte ich schon viel früher darauf kommen sollen, mal einen anderen Weg zu nehmen. Ach, und dann kann ich es mir jetzt total einfach machen. Ja, dankeschön. Ja. Meine Güte. Ist das Spiel mal richtig gnädig zu mir? Kann ich ja kaum glauben hier. Mal sehen, wie mir dann der blaue Yoshi dann beim nächsten Level dann hell behilflich sein kann. Würde ich ja cool finden. Hätte ich mal drauf früher kommen können, da, dass ich da mal einen anderen Weg da mal gucke. Ja gut, und für diejenigen, die sagen, mach doch noch den restlichen Kram in dem Level. Nein, das tue ich nicht. Wir haben es geschafft und das reicht mir. So, stattdessen... Das find ich so awesome. Ja genau, wir machen jetzt nämlich ein anderes awesome Level. Okay, ich nehme mich schon mal mit. Das macht es mir nämlich schön angenehm hier, bei diesem rutschigen Level hier. Ich bekomme dich noch, Yoshi. Ja gut, der kann eh nicht hier weggehen. Das Level ist halt eiskalt, verstehst du, weil es so kalt ist? Ja. Ach, die habe ich kaputt gemacht. Okay, gut, jetzt habe ich zwar keinen Panzer mehr, aber dafür keinen Schaden genommen. Aber gut, dafür, dass ich ja hier Yoshi habe, immerhin, glaubt das ja ein bisschen... Angenehmer, oh. Das war eine nette Überraschung, mein Freund. Keine Ahnung, was mit der P-Switch bringt. Aber das ist natürlich böse hier. Oh Gott. Kommen aber auch eine ganze Menge Gegner. Eigentlich wollte ich den Panzer aufessen, aber gut. Ich komm Panzer Bill, glaube ich, irgendwo. Oh Gott. Springende Fische. Wo haben sie sich dieser Idee denn eingeholt? Ich glaube, das war vom ersten Super Mario Lost Levels. Ja, ich glaube, im normalen Level gab es auch solche, wo es springende Fische da sind. Ja. Und nicht zu wenige, wohlgemerkt.
So, Kraft. Und schon ist dieses Level wieder ganz schön schwierig. Warte mal kurz. Könnte man nicht vielleicht so eine Röhre mal gucken, wenn man da so ein... Na gut, ich glaube, da kann man auch so springen. Da muss man gar nicht unbedingt das haben. Ich glaube, in die Röhren geht's aber nicht rein. Super. Aber das ist echt toll hier. Jetzt habe ich meinen schönen... Nee, okay, ich denke mal nicht. Meinen schönen Vorteil hier, den ich hatte, schön mit Yoshi schön kaputt gemacht. Ja. Pilz, okay. Okay, das wird jetzt auch nicht erwartet, genauso wie diesen Pilz. Aber den P-Switch nehme ich mir ein bisschen mit, weil da... Ja, da hinten war ja was, wo ich zumindest einen Block bekommen kann, aber nicht, wenn da schon wieder so ein Drecksviech da, hatte ich eigentlich gespeichert. Ach, gute Frage. Nee. Na, egal. Ich werde dann beim anderen das Level dann halt nochmal machen, das andere Ding, weil das ging ja noch. Ja, gut. Ich werde das, wenn man jetzt diesen anderen Ding hat, dann habe ich, also da ich ja jetzt Yoshi dann mir holen kann, mache ich das jetzt so. Mache ich das Level jetzt einfach nochmal schnell. Geht ja ganz fix. Ja. Wenn man diesen anderen, einfacheren Weg kennt, einfach mal gar keinen Schalter drückt. Wobei, ich glaube, da hinten muss ich noch ein, zwei drücken, glaube ich. Ich glaube, den hier habe ich gedrückt. Und dann den nächsten. Aber vielleicht komme ich auch so zu der Röhre hin. Sieht nicht so. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Also das hätte ich vielleicht, würde ich mir vielleicht sogar... Also du hast den allerersten hast du aktiviert, glaube ich. Ne, ich hatte eigentlich nur den in der Mitte da und dann den nächsten wieder. Den hier hattest du auch. Da bin ich mir relativ sicher, dass du den hattest gerade eben. Ja, den hier nämlich. Genau, und dann wieder den gedrückt. Genau. Und dann komme ich da direkt bei der Röhre raus. Ich habe echt definitiv schon viel früher darauf kommen können. Aber gut, kann man ja nicht erahnen. Aber lila Röhren kann mich auch nicht erinnern, mal lila, dass es lila Röhren gab, aber okay. Lass dich halt hier gleich runterfallen, dann bist du gleich vorbei mit dem Bonus. Ja, das stimmt eigentlich auch wieder. So. Und jetzt werde ich auf jeden Fall daran denken, hier den nächsten Punkt zu erstellen. Aber wie gesagt, keine Lust hat es, ständig da Game Over zu gehen, das alles nochmal zu machen da. Ja. Und wenn da irgendwer ein Problem hat, dann tut es mir leid. Dann kann ich ihm auch nicht helfen. Stimmt, daran könnte ich auch eigentlich mal denken, dass ich ja noch diese Staubwolke machen kann. Aber dann kriege ich wenigstens einen neuen Panzer hier. Das ist doch auch eine clevere Sache hier. So. Besten schön hochfliegen. Den P-Switch aktiviere ich mal. Wenn ich schon so fliegen kann, dann wäre es doch echt... Warum komme ich da auf solche Ideen eigentlich nicht viel früher? So, dann kann ich mir zumindest Yoshi wiederholen, aber warte mal. Ach, ein Stern ist... Warum rutscht man auch mit Yoshi so blöd? Das ist echt komisch. Ich bleib aber bei Yoshi. Weil wenn da ein Stern drin ist, dann will ich den haben und dann kriege ich den mit Yoshi so schön einfach. Weil die Stelle da vorhin, die... Macht dann so, dann lieber mit Yoshi dann doch viel mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ja, die will ich aber doch haben. Hatte ich nicht einen gelben eingesaugt? Kriegt man dann trotzdem Feuer daraus? Okay. Wusste ich tatsächlich auch nicht, aber okay. Also geil, wie man Yoshi immer auffangen kann und dann wieder einsammeln kann. Ja. So, jetzt kommt wieder hier. Nicht rutschen. Das auch nicht. Du sollst von Yoshi bitte abspringen und dann da das Ding machen. Ist mir egal, dass ich das andere Ding da kaputt gemacht habe, so. Oh Gott. Ich hab Zeit, ich hab Zeit. Boah. Ich
Ich hätte einfach warten sollen. Aber gut, ich hab jetzt ein paar Leben. Immerhin habe ich jetzt ein paar Leben. Aber gut, das Problem ist jetzt an der ganzen Sache. Hier, wir sind immer noch wieder bei diesem schönen Level. Ja. Oh Gott. Und natürlich macht es mit Yoshi eigentlich wesentlich einfacher. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen mehr wieder mein Skill zeigen, der nicht vorhanden ist. Als ob du da gerade so ganz unerwartet aus dem Nichts einfach so kommst, du komisches Koopa-Mistvieh. Oder ich beeile mich halt mit dem P-Switch. Wobei, ja, da kam jetzt noch ein Gegner, das wusste ich noch. Sieht das nicht krass aus? Ja, ja, auf jeden Fall. Das sieht krass aus, natürlich. Das sieht krass aus, natürlich. Gib mir den Stern, ja. Wenn man hier auch so beschissen rutscht, dann klappt das leider nicht. Ich wusste gar nicht. Ah, gut, man lernt ja nie aus, dass man mit einem Spin-Jump tatsächlich auch die Dinger direkt kaputt machen kann, diese Panzerlein. Uiuiui. Als ob du mich getroffen hast. Mhm. Naja, gut. So, jetzt hier aufpassen. Da kommt gleich der nächste, genau. So. Wow. Vorsichtig. Alter Schwede. Alter. Dass ich nicht gestorben bin, das ist ein Wunder gerade. Dass ich echt nicht gestorben bin, das war gerade ein Wunder. Hol dir den Drecksstern. Boah, wie ekelhaft hier man rutscht. Das ist unglaublich, ey. Man hat kaum noch Kontrolle. Oh Gott, ey. Gut, eigentlich hätte ich auch schon viel früher hätte sterben müssen eigentlich, weil das war schon auf Messerschneide, was ich da getan habe, aber... Ja, naja. Uiuiui. So, wenigstens dem ausgewichen hier. Also zumindest mal den Pilz mal behalten. Das wäre eine gute Idee tatsächlich. Ja, ne? Das zum Thema Pilz behalten. So sieht das aus. So sieht das natürlich sehr, sehr gut aus. So behält man den Pilz. Hol dir einfach den blöden, beschissenen Stern. Dankeschön. So, jetzt muss ich nur natürlich darauf achten, hier richtig zu springen. Und dann nicht mitten im Sprung wieder zurück umzudrehen. Oh, ja. Mann, ey. Manchmal denke ich mir dann auch nur so, was mache ich für einen Blödsinn eigentlich? Ich könnte eigentlich dieses Level schon bestimmt geschafft haben, aber nein, ich mache dann wieder solche dummen Sachen. Solche dummen Sachen, die man gar nicht glauben kann. Dass der Koopa-Panzer kommt. Okay, du machst keinen mehr. Okay, finde ich gut. So, dann kommt da der Rote, genau. Der einfach mal den Cheep-Cheep umbringt. Alles klar. Ist dieser Spaß. Klung, klung, klung. Überall macht's Klong und überall macht's Peng. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier sagen soll. Außer, dass ich wahrscheinlich bald tot sein werde, wenn das so weitergeht. Und zwar mit den Nerven. Vor allen Dingen sowas. Oh, meine Güte. Ich kann gleich gar nicht mehr sitzen hier. Lass mich raten, du denkst ja auch nur so. Was soll man dazu noch sagen, ne? Andy? Noch da? Jetzt ist er eingeschlafen. Das wär's ja. Nee, denke ich mal ja nicht. Aber bei diesem
wahnsinnigen Gameplay könnte ich das verstehen. Ich werde jetzt versuchen, dieses Level nochmal zu machen und dann gucke ich mal, wie das aussieht. Wir sind ja sowieso schon bei kurz vor dem Part-Ende. Ich will jetzt hoffen, dass ich dieses Level hier schaffe. Oh, wow. Ja, vielleicht hätte ich sogar ein Leben gekriegt, aber gut, wenigstens bin ich jetzt hier mal groß. Du musst natürlich auch wieder den Ding da einsammeln hier. So, hol dir den Stern. So, wir lassen uns jetzt die nötige Zeit. Wir haben den Stern, uns kann keiner was schaden. So. Nein, warum springst du nicht? Ach komm schon, warum bist du dann nicht gesprungen? Das ist aber echt zum Heulen zumute. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Na, ja, ich werde echt gleich mal gucken hier, ob da irgendwie was los ist. So, du schmeißt auch, genau. Dann kommt da der Freund, genau. Ich habe den Panzer erwartet. Wobei, es ist ja auch gar nicht mal so schlecht mit der Feuerblume. Weil ich den Vorteil jetzt hier, wenn ich den P-Switch hier habe, nicht habe. Boah. Das hätte ich lieber nicht tun sollen. Dann würde ich auch noch zumindest meinen Pilz behalten. Egal. Also den Pilz im Inventar. Ich will auch einfach nur diesen beschissenen Stern hier holen. So. Gott. Weiter, weiter, weiter. Zurück. Warum bin ich denn jetzt durchgefallen? Okay, merken uns. Bei dem Paracooper werden wir nicht weiterlaufen. Merken wir uns das. Schreiben wir uns jetzt hinter die Ohren und in unser Gedächtnis rein. Merken uns das. Bei dem roten Paracooper werden wir warten, bis der Stern weg ist. Weil wir den brauchen, um weiterzukommen. Genauso sieht's aus. Ich bin eigentlich schon gesprungen, aber okay. Ich bin jetzt ganz ruhig, ich bin ganz entspannt. Ich werde mich hier nicht mehr aufregen über dieses Spiel. Ich werde mich hier nicht aufregen. Ich werde mich hier nicht aufregen. Ich werde mich hier nicht aufregen. Wie gesagt, ich werde mich hier nicht aufregen. Auch wenn ich jetzt hier mein Leben geben muss. Ich werde mich hier nicht aufregen. Ich werde mich hier nicht aufregen. Ich werde mich hier nicht aufregen. Ich weiß nicht, ob irgendwer hier noch dabei ist. Ich hasse es so, wenn du so rutscht. Mir fällt nichts mehr ein. Fällt dazu nichts mehr ein. Das ist zu. Oh Gott. Ich will nicht mehr. Erlöset mich. Erlöset mich. Bitte erlöset mich hiervon. Aha. Da freut man sich, dass man es vielleicht doch mal hinbekommen könnte, dieses Spiel da mal zu beenden. Oh. Und dann natürlich. Ja. Merkt man, wie gut das hier läuft. Nicht wahr? Oh ja. Würdest du da jetzt auch mal verdammt nochmal hochgehen? Ist ja nicht die Zeit jetzt hier für irgendwelche blöden Sperenskes oder so. Meine Güte. Na gut, eigentlich kann man die auch abfangen. Das ist ja nicht so das Problem. Eigentlich bin ich hoch genug gesprungen und vor allen Dingen weit. So, jetzt kommst du noch. So. Jetzt sind wir hier bei den Cheap Cheeps. Ich finde es ja auch mal nett, dass hier einfach mal so eine Feuerblume da so
rumliegt. So. So, und das ist die Stelle, wo wir jetzt hier warten werden. Den richtigen Zeitpunkt abpassen. Nein! Was habe ich der Menschheit angetan? Das kann doch nicht sein. Ich war schon kurz davor. Und dann springt er da nicht hoch. Och, Menno. Ich habe doch niemandem was getan. Und warum zählt das schon wieder nicht? Ich bin doch voll auf den drauf gesprungen. Ich weiß echt nicht, was ich hierzu sagen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, auch wieder ein Leben durch Münzen bekommen. Hui. Ich bin eigentlich auch wieder gesprungen, aber natürlich, ne, ist der Ding schneller. Oh, ich sehe gerade, mein Gamepad wird leer, aber ich denke, das sollte da nichts, sollte nicht schlimm sein. Weil ich spiele das ja mit dem Pro-Controller, ich spiele es ja nicht mit dem, Wii U Gamepad. Nur damit sie Bescheid wissen. Aber ich glaube, das wissen sie ja schon längst. Darfst ja auch gerne den Block holen, Mario. Da, zwingt dich keiner, den nicht zu holen. Oder verbietet dir keiner, den nicht zu holen. So, jetzt den abwehren, dann die Freunde hier drüber springen. Über die Freunde hier drüber springen. Und über den auch. Und natürlich den Panzer nicht erwarten, genau. Jetzt wieder der Spaß. Das war jetzt gerade ziemlich böse mit dem Cheep Cheep, aber okay. So, da komme ich auch so rüber, genau. Das könnte ich mir ja viel einfacher machen hier, so. Bin ich gesprungen? Ja, ich bin gesprungen. Ich habe auf A gedrückt. Oh, meine Fresse. Warum werde ich hier so gequält? Warum werde ich hier so gequält? Gut. Immerhin ein positives hat das Ganze ja. Ich muss jetzt nicht mehr den Speicherpunkt setzen. Weil wir jetzt erstmal genug Leben haben, um nicht Game Over zu gehen. Puh, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wie lange das hier noch gehen wird. Ich habe definitiv keine Ahnung. Ganz und gar nicht. Das sieht schon mal gut aus. Manchmal bringt es echt was, nichts zu sagen. Schweigen ist Gold, oder wie sagt man so schön. Würdest du jetzt auch mal auf diesen P-Switch steigen? Dankeschön. Das war daran jetzt schon wieder so schwer. Eigentlich ja nix. Boah, diesem riesen Bullet-Bild sieht man einfach mal gar nichts. So, jetzt sind wir wieder hier an dieser Stelle angekommen. Stopp. Warum sprichst du nicht, wenn ich... Oh, das ist doch nicht wahr. Es ist nicht zu glauben hier. Es ist echt hier nicht zu glauben hier, dieser Quatsch. Wie ich bereits sagte, was habe ich der Menschheit getan, dass ich so gequält werde?
Eigentlich nichts. Aber gut, jetzt habe ich zumindest, könnte ich mir jetzt jedes Mal eine Feuerblume holen. Aber gut, der Abschnitt hier, der ist ja jetzt mittlerweile. Den habe ich quasi intus. Ach, du bist jetzt nicht da, alles klar. Der Abschnitt, der ist ja echt sowas von lächerlich mittlerweile. Boah. Weil hier farm ich auch die Leben. So, und jetzt wieder der Abschnitt. Yes! Danke. 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 Oh, danke, Leben. Es ist vorbei. Ja, was soll ich sagen? Ich hole mir erstmal ein Leben. Ich wollte es nämlich schön rund haben auf die 40. Wir verstehen uns. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Keine Ahnung, was da jetzt los ist, aber okay. Also beziehungsweise, was mit mir heute los ist, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.